Das leichteste Mini-Tool auf der Welt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Dr. Ralfs Bike-Sprechstunde. Ihr wisst, ich tune ja immer ganz gerne ein bisschen am Fahrrad, um Gewicht zu sparen. Und dann gibt man ja mal einen Euro pro Gramm Carbon aus ungefähr. Und man kann aber auch mal die anderen Komponenten sich angucken, wie Begleitung und Tools, die man so mitschleppt. Und Mini-Tools schleppe ich immer so ein relativ altes Ding. Ich meine, alles, was man so braucht, Imbusschlüssel, Torx-Schlüssel, Kettennietendrucker, ja, das ist so das Wichtigste, was man da am Mini-Tool mitschleppt. Und das sind immer so 150 oder 200 Gramm, je nachdem, wie viel Geld man ausgibt. Aber auch da könnte man ja locker ein bisschen Gramm einsparen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen rumrecherchiert und vielleicht für euch ganz interessant. Es gibt tatsächlich, und das ist eigentlich echt ganz witzig, aber sündhaft teuer. Von daher sind wir ja da auch wieder bei einem Gramm pro Euro oder ein Euro für ein Gramm Gewichtseinsparung, auch bei dem Mini-Tool. Aber ich finde das echt ganz nett. Will ich euch mal zeigen. Also das besteht aus zwei Teilen im Prinzip. Das heißt, irgendwie von Daysaver, das ist so ein kleines Start-up, glaube ich, Firma aus der Schweiz. Die haben da ein recht cooles Ding. Und das besteht aus zwei Teilen, die auch sehr nett verknüpft sind mit so einem Magneten. Gibt auch noch eine Schatulle dazu. Und da habt ihr im Prinzip alle Imbusschlüssel an einem so einem Ding, was auch ganz ordentlich einen Hebel hat und schön in der Hand liegt. Und die Dinger könnt ihr rauszupfen, sind magnetisch und in allen Varianten zusammenstecken, wie ihr wollt. Und diese Dinger kann man auch nochmal hier rausziehen, diese zwei kleinen. Dann kommt der Torx-Schlüssel zum Vorschein, den steckt man rein, steckt rein und so weiter. Und auf der anderen Seite ist genau das gleiche Spiel. Also das könnt ihr in alle Richtungen rauszupfeln, drehen und ja, in allen Varianten, sodass ihr den kompletten Imbusschlüssel abdeckt von, lasst mal gucken, 8 bis 2. Einen Torx natürlich, einen T25 habt ihr auch dabei, das ist ja ganz wichtig. Und dann kommt der zweite Teil, jetzt auch ganz witzig eigentlich. Also erstmal ist das ein Reifenheber. Gut, ob man mit dem Ding weiterkommt, weiß ich nicht. Muss man probieren. Normal braucht man ja zwei. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal zwei Reifenheber dazu nehmen. Da habe ich ja immer meine Lieblingsdinger von Schwalbe, die top funktionieren. Meine persönliche Meinung. Und dieses Ding klippt hier ein mit so einem Magneten. Und auf der anderen Seite haben wir noch ein Tool, was man rausnehmen kann, wenn man will. Da drückt man drauf und schiebt es so raus. Und dann hat man auf der einen Seite auch noch ganz pfiffig gemacht einen Speichenschlüssel. Also hier ist so ein Speichenschlüssel. Und auf der anderen Seite ist noch so ein Ventilkernschlüssel. Also die Ventile, die man ja auch oftmals schlecht rauskriegt. Da habt ihr noch so einen Ventilkernschlüssel. Ganz pfiffig. Und das komische Ding hier ist noch ein Kettennietendrucker. Dazu muss es natürlich drin sein, dass ihr einen Hebel habt und könnt dann aber mit eurem Torx-Schlüssel hier rein und dann seht ihr, dass da der Stift kommt zum Kettennietendrücken. Und das ganze Ding wiegt um die 66 Gramm, also so gut die Hälfte von so einem normalen Mini-Tool. Ist also schon ganz cool, 60 Gramm. Das Ding kostet aber auch ein Schweinegeld, irgendwie zusammen, glaube ich, 70, 80 Euro. Deswegen muss man sich überlegen, ob man es investiert, aber es ist ein super schönes, handliches Tool. Wenn man es sich gönnen will, als kleinen Gag, ist das, glaube ich, echt eine nette Sache. Das wollte ich euch noch mitgeben. Ich glaube, also ich habe ein bisschen rumrecherchiert. Wenn ihr noch leichtere Mini-Tools kennt oder noch bessere, schreibt mal in die Kommentare. Aber für mich war das jetzt so das aktuell das leichteste Mini-Tool. Das heißt, ist von der Firma Daysaver und heißt Essential 8, also dieses Ding hier, weil es 8 Funktionen hat. Und dann der Coworker, wahrscheinlich, weil es ja zusammenarbeitet mit dem hier, also auch ganz nette Begriffe. Der Coworker, dieses zweite Teil gibt es beides einzeln oder als Set. Und wie gesagt, es gibt dann jeweils auch noch Verpackungen dazu. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Biken. Es wird ja langsam wieder schönes Wetter.